dass sie ihren Rhythmus gefunden haben. 2:1. Der Spielstand für Bustamante. Keine Kugel gefallen. Das ist natürlich bitter. Insbesondere, wenn man dem Gegner einen solchen Einstiegsball hinterlässt. Die 1 nahezu gerade aufs Mittelloch. Nur eine Schwierigkeit zu erwarten, nämlich die Stellung gleich auf den zweiten Ball. Und das ist wohl auch ein kleiner Hoffnungsschimmer, den Ralf Suquet hier sieht. Ein Zugball direkt in die kurze Bande mit sehr viel Effet gespielt und vom Tempo her ausgezeichnet. Genau in die Gasse zwischen der orangenen 5 und der 9. Das war Präzisionsarbeit von Bustamante. Hier die 9 als Bremse benutzt. Jetzt wunderbar gerade auf die 3. Schön auch zu sehen, die präzisen Stellungen auf kleinstem Raum. Er drückt den Ball leicht hinüber. Zur 5 ein leichter Nachlauf, um wieder gut zur 6 zu stehen. Gerade die kleinen Spieler, zu denen Bustamante mit Sicherheit auch noch zählt, müssen immer wieder ganz konzentriert darauf achten, wie sie sich die weiße Kugel positionieren, allein schon deswegen, dass sie an die Bälle heranreichen und nicht immer wieder mit der Brücke der sogenannten Oma spielen müssen, was das Spiel unnötig erschwert. Zu 1 für Bustamante. 3:1. Gewinnspiele, dieses Finale der Gewinnerrunde. Es ist wohl noch etwas verfrüht, hier von einem Vorsprung des Philippinen zu sprechen, aber bei solch hochkarätigen Spielern muss man natürlich aufpassen, dass sie nicht zu weit davonziehen. Aber das sagt sich natürlich hier sehr leicht. Denn bis jetzt hat Ralf Suquet noch keine gravierenden Fehler gemacht. Auch hier wunderbar zu sehen, wie gerade sich Bustamante diesen Ball wieder eingestellt hat. Optimal auf die 4. Mit unbeweglicher Miene Ralf Suquet. Ist es Bewunderung, die aus seinem Blick spricht? Ich würde sagen, mit Sicherheit ein gutes Stück. Denn alle europäischen Spieler sind sich bewusst, das haben sie mehrfach bestätigt, dass Francisco Bustamante im neuen Ball, in dieser Disziplin zumindest, ein Stückchen besser ist.
4:1. Die Führung für Bustamante. 8:5 Bustamante. Auch jetzt noch, nachdem wir hier einen kleinen Zeitsprung gemacht haben, der Abstand zwischen beiden gleich. 8:5 für Bustamante. Eine Zeit lang hat Suke sozusagen mithalten können. Und er ist am Tisch, was bei diesem Spiel wohl am meisten zählt. Guter Break, zwei Bälle gefallen, die Eins spielbar. Die nächste Kugel, die Zwei, etwas verdeckt von der Acht. Ein ganz anderer Spielertyp, natürlich Ralph Suke, sowohl als Rafael Martinez als auch Francesco Bustamante. Ralph Suke immer voll konzentriert, ganz langsam alle Optionen abwägend. Der Deutsche, das ist sein Spiel. Da passiert nichts aus dem Bauch heraus, nichts Unbedachtes. Und er ist sehr erfolgreich damit. Ganz anders, gerade die Philippinen, wie Francesco Bustamante, der öfters allein der Show wegen mal einen Ball versucht, der vielleicht dann doch etwas zu riskant ist und auf diese Weise auch das ein oder andere Spiel, manchmal sogar Match, verliert. Natürlich darf sich Suke jetzt keine Fehler mehr erlauben. 8:6 der Spielstand und Bustamante braucht nur noch 3. Und das kann ja schon beim nächsten Fehler von Suke passiert sein.